Da haben wir das. Das lassen wir noch offen, je nachdem, was wir zuerst kriegen. Und hier kommt die Schafszucht hin. So, Schafszucht. Alles richtig geschrieben, hoffe ich. So. Da hinten müssen wir mal gucken. So, dann haben wir hier... fangen wir hiermit an. Man sieht es zwar, aber wenn, dann machen wir das richtig. Zuckerrohr, also beim Zuckerrohr sieht man es natürlich, aber ganz ehrlich, zum Beispiel Kartoffeln und Karotten sehen im Prinzip eigentlich völlig identisch aus. Von daher, und wir beschriften jetzt alles. Ne, wir machen das dann direkt richtig, vernünftig. So, hier kommen, ziemlich gerade vorstehen, nicht, dass das Schild, nicht, dass das Schild schräg geht. So, ja, das müsste richtig sein. Da kommen die noch nicht vorhandenen Kartoffeln hin. So, die können wir uns hinterher auch schön in den Backofen reinhauen und schön Happer Happer machen. Oh. 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 Ja. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Pass mal auf, ich glaube, das sieht eh nicht ganz so prall aus, oder? Machen wir die Fackeln wieder weg? Guten Abend. Na, komm schon. Weil das ist ja hier bei dem ziemlich eng. Da machen wir nämlich das Schild direkt hier hin. Kakaobohnen. Kakaobohnen. Ach so. Kakaobohnen. Das sind die Kakaobohnen. Hey, Kakao. Kakaobohnen? Ja. So, hier können wir es wieder dahin machen. Kürbiszucht. Kürbiszucht. So, denke, müsste richtig geschrieben sein. Was haben wir hier? Der da hinten ist immer noch nicht gewachsen. Ich werde bekloppt. Melonen. Ach, schauen wir nur Melonen. Nicht Melonenzucht. Nicht im Zuchthaus. So. Das haben wir, das haben wir. Das haben wir. Melonenzucht, was haben wir hier? Kürbiszucht haben wir schon. So, hier haben wir Karotten. Nee. Scheiße. Ha! Moment. Ich glaub doch. Ach, haben wir jetzt gar nicht. Scheiße. Ich werde jetzt bekloppt, aber ich glaube. Ist das jetzt mit Doppel-R? Karotten? Scheiße, ich weiß es nicht. Müssen wir nächstes Mal drauf achten. Wenn nicht, machen wir ein R weg. Karotten. Aber ich meine doch mit 2R. Karotten. Ja, sicher. Karotten? Doch, ich glaube mit 2R. Klar, logisch. Ja, manchmal ist man sich dann selbst nicht so sicher, ne? La la la. Und ich habe mich tot, hinterher wird es doch noch mit einem R geschrieben. Und ich sage, ja, logisch, ne, ist klar. Mensch, Kerlo. Weißt du, wie Karotten geschrieben wird? Ne, ist klar. So, und hier haben wir unseren leckeren Weizen. Ja, hier wäre ja auch sonst witzig gewesen, diese neuen Bilder anzubringen, wo dann hier so Weizen im Bild ist und so. Aber das Problem ist, die kannst du ja hier nicht anbringen.
Ja, manche bringen ja auch Schilder direkt hier vom Zaun an. Sieht natürlich scheiße aus. Wenn man dann mal von der Seite guckt, dann schwebt das Schild nämlich in der Luft, nämlich da ungefähr so. Nur wenn man direkt vorne, von vorne guckt, dann meint man, okay, Schild ist am Zaun. Aber sobald man nur leicht so guckt, sieht man auf einmal so ein schwebendes Schild. Ist scheiße. So, und dasselbe wäre auch bei diesen Bildern. Das wird dann auch hier vorschweben. Und deswegen nehmen wir dann lieber hier die guten alten Schilder, schreiben das dran, setzen das sogar noch in Augenhöhe hin. Ne? Dann müssen wir uns auch nicht bücken mit unserem alten Rücken. Ne? Nie ist klar. So, Weizen. Wir haben alles beschriftet. Und ich werde bekloppt, es ist schon wieder dunkel. Es wird dunkel. Ja, dann machen wir Folgendes. Dann gehen wir erstmal zurück. Da können wir auch auflassen. Tür müssen wir nicht jedes Mal hinter uns zumachen. Geben wir sonst auch einen Keks. So. Erstmal knacken. Und dann machen wir jetzt erstmal die Wege. Eigentlich müssten wir Schafe holen, Mensch. Aber ich möchte eigentlich erstmal den Grund fertig haben. Das ist mir eigentlich jetzt momentan doch sehr wichtig. Dass wir da den Grund fertig bekommen. Da brauchen wir jetzt viel Kies. Viel Kies. So, oh, 6 Fische haben wir noch. Das ist ja auch nicht schlecht. So, Schippen. 1, 2, 3, 4. Wir nehmen mal alle 4 Schippen mit. Dann haben wir 5. Die andere ist ja noch fast in Ordnung. So. Nasenhaar. Ja, kann ich nur empfehlen, den Titel. Ist ein Lied von mir. Nasenhaar, nee, ist klar. Aber es ist kein Witz, habe ich wirklich gemacht. Aber ist in der Öffentlichkeit nicht zu finden. Nasenhaar ist bis jetzt noch im Privatverschluss. Und da hinten, das wächst einfach nicht. Die will mich echt verarschen. Ich glaube, diese Staude sollte ich gleich mal killen und eine neue anpflanzen. Genau. Wir fangen jetzt gleich hier schon an. So. Und zwar heben wir jetzt hier aus und machen uns hier weiterhin den Kiesweg. Mit unseren richtig geilen Steinschaufeln. So, weiter geht's hier. Das heben wir uns noch eben aus. Dann kriegen wir hier auch ein bisschen Struktur rein. Dann erkennt man auch besser, was Weg ist. So lange sollte das jetzt auch nicht dauern. Und ich glaube, wenn wir den Weg drin haben, dann können wir uns wirklich auf die Schafsuche begeben und hoffen, dass wir welche finden und dass wir die bis hier hingelockt bekommen. Ein paar Schafe hatten wir doch etwas weiter weg gesehen, glaube ich. Kann mich irgendwie schwach daran erinnern, aber gut, nützt alle nichts, was wir irgendwann irgendwo mal gesehen haben. Wichtig ist, dass die jetzt noch da sind, die Schafe. Und dass wir dann auch Schafe bekommen, bis hierhin ins Gatter kriegen. Je mehr Schafe wir anlocken können, desto günstiger für uns natürlich, weil desto weniger Weizen müssen wir in die Zucht investieren. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, wir werden Weizen ohne Ende brauchen, weil wir am Anfang natürlich eine gewisse Anzahl an Tieren erst einmal züchten müssen. Das ist natürlich Fakt. Oh, schön. Ja, ne, da sind wir mal wieder auf was gestoßen. Pass mal auf. Das machen wir auch noch. Erde. So. Und da ist noch Kohle. Was machen wir denn jetzt? Nehmen wir die mit. Ja klar. Wir wären ja sonst bescheuert, oder? Oder? So, da habe ich schon ausgeleuchtet gehabt. Ach genau, da ging es nämlich dann weiter mit der Höhle. Genau. So, das ist ja alles hier noch gewesen, wo ich den Berg gemacht hatte. Da hatte ich hier wahrscheinlich keinen Bock mehr gehabt, noch extra die Kohle abzubauen. Ups. Okay, ein bisschen Kohle. Und ich würde aber sagen, wir haben ja ein bisschen Erde dabei. Füllen wir hier mal sofort ein bisschen aus. Komm, da auch. Scheiß was drauf. So.
ist besser, auch für spätere Arbeiten. wo ist denn unser Ausgang? Der ist hier. Pass mal auf. Wir verbuttern mal das, was wir an Erde mit dabei haben. Je massiver das hier unter uns ist, desto besser auch, letztendlich. Wir wissen ja nicht, was wir hier so alles noch so bauen werden. Von daher ist das immer besser, schön massiv bauen. So. Ups. Mir war gerade schon wieder so, als hätte ich, Gott sei Dank, wir haben noch Erde. Oh, noch genug. Als hätte ich einen Huhn hinter mir gehört. Ja klar, wir haben ja hier auch genug Erde ausgegraben. Wäre ein Witz, wenn wir keine Erde mehr gehabt hätten, ne? So, und jetzt hauen wir erstmal hier Kies... falsche Taste. Kies ohne Ende hin. Kies. Boah, ist doch ganz schön lang der Weg. So. Und weiter geht's. Und da haben wir schon den ersten Stack Kies weg. Oh. Shitte. Zup. Und los geht's. Mein Gott, wenn man so viel Kies auch im wirklichen Leben haben würde. Naja. Im RL. Können wir sofort so machen. Gehen wir mal hier raus. Aha. Das sieht doch schon gleich viel besser aus und auch ganz anders. Ha. Da. Deswegen nämlich. Da sieht man mal, was allein schon das nur ausmacht. Ja, von der Strukturierung her, wenn man einfach mal den Weg hier fertig macht. Und da Kies reinsetzt. Dass das auch optisch genau abgeteilt ist. Und nicht alles wie so und irgendwo ist Holz dazwischen gestellt. Jetzt erkennt man sofort, hier ist der Weg. So, pass mal up. Und das hier gefällt mir nämlich jetzt nicht mehr. Das ersetzen wir jetzt durch Erde. Na, man wusste ja nicht, was jetzt hier hinkommt. Aber jetzt ist es besser, wenn da Erde hingesetzt wird, weil hier geht ja jetzt ein Weg her und kein weiteres Feld oder so. So wie es da ja noch der Fall ist. Also das da ist schon ganz passend. Aber hierhin zum Weg, genau wie hier, da muss dann jetzt Wiese hin. Genau, das sieht schon gleich viel besser aus. Finde ich jedenfalls. Und guten Hunger. So, und dann hauen wir jetzt eben noch diesen Weg raus und dann haben wir es mit dem Weg auch schon geschafft. Und wir haben noch ein bisschen Kohle abgebaut. Jawohl. Und ein bisschen den Boden noch verdichtet. Indem wir das da ein bisschen... Ja, den Boden verfüllt haben. Ausgefüllt haben, den Hohlraum. Genau. Wie gesagt, hatte ich schon mal gesagt, das ist der Vorteil bei Erde. Da kann man Hohlräume unheimlich geil auffüllen. Ja, wenn das bei manchen Menschen auch so gehen würde, wäre es richtig geil. Aber... leider kann man das nicht und so muss man diesen Hohlraum, den einige Menschen in sich tragen im Kopf, ja, mehr oder weniger ertragen. Aber das kann man natürlich auch begrenzen. Nein, ich bin nicht fies. Nein. Nein. Überhaupt nicht. Denn wenn ich fies wäre, dann würde ich ja ganz andere Sachen sagen, aber das mache ich ja nicht. Da ich ja nicht fies bin. Nein, ist ja auch Spaß. Oder auch nicht. Bei manchen Leuten ist das echt kein Spaß. Die hätten wirklich eine Hohlraumversiegelung nötig. Da fragt man sich teilweise wirklich, was ist da schiefgelaufen? Eine Zangengeburt gewesen? Zu doll die Zange am Kopf angedrückt? Man weiß es nicht. Das frage ich mich ja auch oft bei so unzuverlässigen Menschen, die nichts irgendwie einhalten, immer nur bla 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 machen und nichts von dem einhalten und zu nichts wirklich stehen. Das frage ich mich da manchmal auch und da gibt es ja so viele.
Da denke ich auch manchmal, mein Gott, ein Gewissen haben die Menschen aber auch nicht dann teilweise. Also, so, gerade so Leute, die wirklich nichts einhalten. Genauso, was ich ja hasse, so Unpünktlichkeit. Ja, dann lassen, wenn dann so Menschen völlig unpünktlich sind, einen anderen Menschen dann warten lassen, teilweise was weiß ich wie lange warten lassen und dann auch nicht mal, also erstmal, dass das sogar bei manchen Menschen Standard ist, ja, und das ist schon traurig. Ich meine, es kann immer mal was passieren, aber manchen Menschen, ja, da ist das wirklich Standard und dann ist das für die völlig normal. Die können sich auch noch nicht mal entschuldigen, irgendwie, ja, tut mir leid, später geworden, nö. Ja, und ich gebe euch den Tipp, von solchen Menschen kann man sich dann auch ruhig mal distanzieren. Weil andere Menschen warten zu lassen, ist eine absolute Respektlosigkeit. Ich sag's, wie es ist. Es ist eine Respektlosigkeit anderen Menschen gegenüber, wenn man die warten lässt. Ja, genauso, wenn man Sachen, fest zugesicherte Sachen nicht einhält. Ne, von solchen Leuten kann man sich ruhig mal trennen, weil da kann man eh nichts von erwarten. Ist so.